einfach irgendwo sein Zelt aufschlagen. Da packt manche Stadtbewohnerinnen die Sehnsucht. Doch der Asphalt ist hart und in der freien Natur ist Wildcampen nicht so einfach möglich. Denn Deutschland hat kein Jedermannsrecht. Das Jedermannsrecht gilt in Norwegen, Schweden und Finnland. Schottland und manche Kantone der Schweiz kennen ähnliche Freiheiten. Deutschland dagegen ist zwar Campingnation, aber beim Wildcampen geht es ja gerade darum, abseits der vollen Innenstädte, in der freien Natur, nicht auf Campingplätzen zu übernachten. Wem aber gehört die Natur? In Schweden beispielsweise ist das Jedermannsrecht nur ein kurzer Passus in der Verfassung. Es sagt jedem freien Zugang zur Natur zu. Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten, oberoende av vad som föreskrivits ovan. Mit dieser Freiheit geht eine einfache Verpflichtung einher. Inte störa, inte förstöra. Nicht stören und nichts zerstören. In Deutschland ist das ein bisschen komplizierter. Was man in der Natur darf, regeln die Wald- und Naturschutzgesetze des Bundes und der Länder. In manchen Ländern ist Wildzelten ausdrücklich verboten. In anderen Ländern begeben sich Wildcamper in eine Grauzone. Generell gilt, nur wo die Länder oder die GrundstücksbesitzerInnen das ausdrücklich erlauben, droht keine Strafe. In Sachsen kann es ohne Erlaubnis richtig teuer werden. Bis zu 15.000 Euro Strafe stehen dort auf Wildcamping. Aber warum gibt es in Deutschland kein Jedermannsrecht? Deutschland ist mit 237 EinwohnerInnen pro Quadratkilometer fast 10-mal so dicht besiedelt wie Schweden. Und ein großer Teil der Fläche Deutschlands ist durch Landwirtschaft, Straßen und Städte genutzt und kommt für ein Nachtlager nicht in Frage. Ohne ein Jedermannsrecht gilt für Deutschland weiterhin nur da zelten, wo es erlaubt ist, oder hoffen, dass einen niemand erwischt.